Willkommen zurück bei Elden Ring. Und ich glaube, wir backtracken jetzt minimal. Wir versuchen es nochmal mit dem komischen, wie heißt der, Margit oder so. Aber wir haben jetzt eine neue Waffe. Und die Waffe H ist plus 2. Und ich denke mir nur so, ja, gucken wir mal, ob wir den jetzt machen können. Ich weiß nicht, wann wir wieder gehen. Also mehr Schaden machen wir natürlich. Aber wir kriegen auch Schaden. Wir machen wesentlich mehr Schaden natürlich. Oh, wie dumm von mir. Machen wir ein paar Mal die Sprunghammer-Attacke und dann kriegen wir das hin. Willst du nicht? Komm schon. Der war böse. Genau das ist die Attacke, die ich von dir will. Okay. Nochmal Hammer vielleicht? Die geht auch. Na komm schon. Oh Gott. Ich wollte zu viel. Oh Gott. Magst du nicht mit dem Hammer kommen? First try. Na, first try ist falsch. Aber jetzt mit einer besseren Waffe. Margit, das grausame Mal. Guck mal, so schwer ist er doch gar nicht. Easy. Also nein, natürlich. Der ist ordentlich. Also ganz ehrlich, den direkt am Anfang zu machen, ist echt hart. Ich finde das hart. Ich finde das echt hart, den direkt am Anfang zu machen. Ich habe jetzt eine neue Waffe gehabt. Ich habe die direkt auf plus 2 gemacht. Dementsprechend ging das. Also ich habe ordentlichen Schaden gemacht. Weil, ja. Aber geht. So, dann haben wir nämlich jetzt ein neues Gebiet zu erkunden. Und das ist, glaube ich, das, was auch hauptstory-technisch wirklich tatsächlich zuerst kommt oder so. Keine Ahnung, I don't know. Oder was viele Leute als erstes machen, ich weiß es nicht. Gucken wir uns um. Auf jeden Fall, netter, interessanter, heftiger Boss.
So, dann gucken wir uns mal um. Das Schloss sieht ein bisschen kaputt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das Spiel sieht eigentlich auch echt gar nicht mal schlecht aus, ne? Es ist kein Horizon Forbidden West oder es ist noch nicht mal ein Horizon Zero Dawn, aber ich finde, so schlecht sieht das Spiel gar nicht aus. Es sieht echt schon, es sieht sehr atmosphärisch aus und das ist das, was finde ich dann einfach zählt. Es ist sehr atmosphärisch. Lass mich raten, wir kommen da nicht dran. Kann mein Pferd auch nicht benutzen. Okay. Ich komme hier nur zurück. Hä? Wofür ist dieser ganze Trakt hier da? Verstehe ich nicht. Ach, um nachher hier wieder rauszukommen, wenn ich da irgendwo die Rune, okay, oder so, also die Seele von dem Typen bekomme. Oder so, keine Ahnung, I don't know. Was haben wir hier? Wieder so ein Krummfingerzeug, aber auch kein Weg, wo ich jetzt gerade irgendwie. Ach doch, da. Tatsächlich. Ah. Sehr schön. Feuerfett. Stimmt, ich hätte jetzt eigentlich mal. Ich sollte mal mehr Fette benutzen. Weil ich glaube, die können, also die steigern meinen Waffenschaden ja dann doch enorm, eventuell, je nachdem, wogegen der Gegner immun oder nicht immun ist. Gut. Dann tippe ich darauf, dass wir hier nicht durchkommen, genau, sondern wir müssen hier dann. Na dann. Come over here, would you? Who are you? You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Oh, try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Okay. Spirit, you're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. Okay. Also er will, dass wir hier lang gehen. Ja, ne, ist gespickt von irgendwelchen Items. Ich bin da voll dabei. Wir können ja auch später noch das Haupttor benutzen. Halt, hier kann ich. Ich kann eventuell sogar auch da runter. Da unten sind sogar Seelen. Will ich das? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine schlaue Idee ist. Vorsicht, dass ich jetzt hier nicht runterfahre. Das würde ich jetzt nicht wollen. Falsche Taste, ich wollte doch nur schleichen. Oh Gott, was bist du denn? Holy shit! What the fuck? Wo sind wir denn hier gelandet? Holy shit. Ich habe einen Trank eingesetzt, ich Idiot, weil ich schleichen wollte.
Ja, ich habe immer noch ein bisschen Nachwehen von Horizon Forbidden West, was die Steuerung betrifft. Ich habe gestern Abend das letzte Mal Horizon Forbidden West gespielt, deswegen es ist noch alles sehr frisch. Und deswegen tut es mir leid, wenn ich schleichen will. Und die Horizon-Steuerung wieder Übergriff nimmt und ich dann tatsächlich Viereck, also beziehungsweise die. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch einige mehr. Alter, was sind das für creepy Vögel? Aua. Junge, hauen die rein! Was war das gerade? Ach, Schmiedestein. Schmiedestein 3. Aha. Schmiedestein 3 ist aber auch schon hoch, oder? Kann ich übrigens mal die Entfernung von der, die Markierung von der Karte. Das ist ein bisschen nervig. Hier ist ein Ort der Gnade. Den würde ich auch direkt komplett benutzen, weil ich habe keine Heiltränke mehr. Ich habe keine Heiltränke mehr. Flaschen? Ich habe jetzt übrigens auch 7 Flaschen. Ich habe nämlich ja irgendwann eben noch mal eine goldene Saat bekommen und habe vergessen, sie einzusetzen. Das haben wir jetzt gerade mal direkt nachgeholt. Ja, ich sehe dich. Meine Herren. Guck mal eben, ob hier oben noch was ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade auf dem Weg hin bin. Ich habe noch keine einzige unsichtbare Wand entdeckt, aber ich weiß auch nicht, ob es. Ich weiß erstens nicht, ob es überhaupt welche gibt. Und zweitens, ich habe auch nicht so exzessiv danach gesucht, muss ich auch gestehen. Ach, hier hätte ich runtergesollt. Hier wäre ich runtergekommen und dann. Ah, okay. Den Weg, den wir eben als Abkürzung gegangen sind, die führen hier zusammen. Alles klar. Also, geben wir mal eine Tränke wieder. Und dann versuchen wir mal in die Burg hineinzukommen. Und dass die Wachen was davon mitbekommen. Ich glaube, die Wachen haben davon mitbekommen. Was bist du hier für ein Windschild? Oh! Let's do this. Die Trompete hat keiner gehört, oder? Nein. You son of a bitch. Oh shit. Moment, das ist ja der NPC, also beziehungsweise das sind die Freunde vom NPC oder was? Okay, jeder der jeder der schon mal Dark Souls, schon mal ein Souls-Spiel gespielt hat, weiß, was da oben auf mich wartet. Ja, ich hab's nicht gesehen. Weg mit dir. Hakenkrallen. Mir ist übrigens bewusst, wie viel Glück ich habe, dass ich eine für zu meinem Spielstil passende Waffe direkt zum Anfang gefunden, also was heißt Anfang, ne? Aber sehr schnell gefunden habe. Das war jetzt überhaupt nicht offensichtlich, dass das passieren würde. Aua. Sankt Trinas Pfeil. Okay.
natürlich ziemlich alles kaputt. Bist du ein Gegner? Ja, du bist ein Gegner. Ich dachte schon, das wäre ein Händler. Kann ich hier nicht durch? Schade. Ich dachte, ich könnte da vielleicht durch. Was kommt jetzt? Ich sehe nichts. Werde ich jetzt gefangen genommen? Und ja, ich bin gefangen genommen worden. Irgendwo hat die Tür hinter mir geschlossen. Was der NPC? Ich würde fast behaupten, das war wahrscheinlich der NPC. Rostiger Schlüssel. Das ist aber gar nicht der Schlüssel, den ich brauche, um hier rauszukommen, weil. Krummschwert-Talisman. Was ist denn ein Krummschwert-Talisman? Ich bin sowieso mit dem Talisman verbessert Abwehrkonter von Krummschwert oder was? Ich bin generell immer noch ein bisschen. Regeneriert langsam TP. LP. Haben will. Du willst mir erzählen, das Ding regeneriert jetzt einfach LP? Tatsächlich? Ja, lol. Ja, nice. Wo hab ich das Ding denn her? Warum hab ich das nicht angeguckt? Keine Ahnung, wo ich das Ding her hab, aber ja, ich lass. Ist wirklich langsam. Das muss man aber, das muss man einfach dazu sagen. Es ist langsam. Aber hey. Besser als nix. Ich spare mir Tränke. Das ist alles, was... Scheiße. Scheiße. Oh Gott, nein. Zählt. Wollte ich sagen. So, hier unten war ich. Hier war ich. Ich muss noch mal kurz gucken, weil hier muss ich jetzt weiter, glaube ich. Wurfdolche. Ah, hier brauche ich den Rüstung Schlüssel für. Okay. Ich nehme fast an, dass der Typ mit der... Also der... Der Typ uns hier eingesperrt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Okay, da hinten leben noch Leute. Oh Gott, das Willen habe ich mich erschrocken. Ich meine, du machst keinen Schaden, aber Gott, habe ich mich erschrocken. Holy damn fuck. Ich mich erschrocken. Ich könnte eigentlich mal eine neue Gnade vertragen. Oh Gott, das war knapp. Junge. Mach doch keinen Schmerz. Mach doch keinen Scheiß. Kannst du sowas nicht bringen? Komm ich denn da hin? Wie komme ich denn? Jupp, okay. Ich muss mir ganz kurz zurechtfinden. Wo geht's hoch? Nein. Wo bin ich? Wo bin... Achso. Ah, shit. Ja, Moment. Oh. Hab ich auch noch übersehen. Oh mein Gott. Ich hab mich hier... Ich hab mich jetzt hier total verlaufen. Da muss ich... Da geht's hoch. Hier geht's hoch. Also. Hier geht's hoch. Alles klar. Also. Und dann muss ich irgendwo weiterspringen. Ich kriege auch nicht viele Runen hier, muss ich gestehen. Die Gegner, also die Gegner sind ultra einfach, aber dementsprechend kriege ich auch Runen. Ich kriege echt nicht viele. So, und jetzt wollen wir darüber.
Ich bin ein Genie, Alter. And again. Hallo, klettern. Klettern, dankeschön. Ich bin, das ist absolut, ich bin ein Genie. Okay. Nicht wieder runterfallen, einmal hier rüber springen, einmal hier rüber laufen und dann einmal hier rüber springen. So, dankeschön. Ist hier ein Gegner? Nein, ist hier ein Gegner? Auch nicht. Möchte ich da rüber springen? I'm not quite sure. Oh, ich weiß, von wo ich da rüber komme. Okay. Oh, hier ist ein Gegner. Au, oh, natürlich jagt er mir den Pfeil ins Gesicht. Ein Ziegelhammer. Ich brauche aktuell echt keine Waffe. Ich bin unfassbar zufrieden mit der Waffe, die ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden mit der Waffe, die ich habe. Wirklich, wirklich zufrieden. So, jetzt komme ich hier. Okay. Ja, wir laufen weiter. Weil wir es so gut können. Ich würde gerne mal bessere Rüstung finden. Irgendwie. Irgendeine Rüstung, die mir zu... Also, ich meine, die Rüstung ist nicht schlecht, die ich anhab, aber... Gut ist auch was anderes, ne? Ich meine, wir haben bis jetzt nur... sehr wenig... Rüstung bekommen. Und die ist auch einfach alles immer nur schwerer und... das kann ich halt nicht verantworten, weil ich will auf jeden Fall meine schnelle Rolle behalten. Auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal eben hier. Man kann hier reinspringen. Ich gucke mal ganz kurz. Ich hoffe, dass hier ein Ort eine Gnade ist irgendwo. Weil ich will jetzt hier nicht runterspringen, sterben. Und dann ist der Ort der Gnade direkt hier bei mir. Das wäre nämlich richtig bitter. Dem ist leider zumindest nicht so ganz der Fall. Wow. Junge, du hast mir aber... Aua. Du hättest mich fast getötet. Da ganz unten ist ein Aufzug. Ist hier eine Vorrichtung? Nee. Wahrscheinlich, die werden dann hier oben, ne? Natürlich bewegt sich das Gerät nicht. Feuerfett mit Kordel. Wie gesagt, ich weiß, dass ich gerade an einem Item vorbei renne. Das ist mir bewusst. Ich mache es aber absichtlich, weil ich erst einen Ort der Gnade haben will, bevor ich... Das ist jetzt ganz schlecht. Ich möchte erst einen Ort der Gnade haben. Ich möchte jetzt zu dir rüber. Du bist ja ein Spaßvogel. Alter, hier geht's. Wo? Bin ich hier, Mann? Ich hatte eigentlich gehofft, dass langsam mal irgendwie ein zweites Feuer kommen würde oder so. Wie komme ich denn da rüber? Ohne zu sterben. Ich fall da runter und bin tot. Das könnte mir voll knicken. Ich komme da nicht lebend rüber. Ah, von da oben.
Okay. Ich wollte gerade sagen, ich war kurz davor, den Sprung zu versuchen. Das könnt ihr mir nicht antun, Leute. Verarscht mich doch nicht. Oh shit, sind das viele. Oh shit, sind das viele. Zwei weniger. Drei weniger. Vier weniger. Fünf weniger. Scheinbar war es das noch nicht. Ansonsten hätte ich doch noch einen Trank dann zurückbekommen oder so, glaube ich. Es ist jetzt hier eine ultra lange Passage, ohne dass ich einen verdammten Gnadenplatz bekomme. Ist hat das ein. Oder ist in der Zelle einer gewesen? Ich habe es nicht gesehen oder. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, wo geht es denn jetzt von hier aus weiter? Ich muss ja eigentlich irgendwie höher kommen. Witzigerweise könnte ich auf die Mauer springen und weitergehen. Ist das, das wollt ihr nicht, das wollt ihr? Ihr Affen, das ist nicht euer Ernst. Das ist der richtige, ist das der richtige Weg? Ist das eine Abkürzung? Ist das gewollt? Oh Gott, ich mag das ja total gerne. Ach du Scheiße. Okay. Am besten jetzt noch mit Anlauf darüber springen, oder was? Ihr seid doch. Ihr habt doch hart gelitten! Ich will einen Ort der Gnade, sofort. Steinschwertschlüssel. I don't care about Steinschwertschlüssel. Oh, sind hier Gargoyles? Wir sind so auf den Dächern, wo ich mir denke, so, ah, Gargoyles. Oh, shit. Ihr wisst ihr wie. Oh mein Gott. Könnt ihr mir doch jetzt nicht antun, ne? Mach doch mal keine Faxen hier. Mit gekreuzten Beinen dösen. Ja, so sehe ich das auch. Ich döse hier auch gleich ein. Ist total langweilig hier. Ist auch überhaupt nicht Nervenkitzel pur. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hätte ich mir doch lieber das Haupttor genommen. Jetzt willst du, dass ich hier... Ist das dein scheiß Ernst? Ist das dein Ernst? Es gibt ja auch keinen anderen Weg, ne? Das ist geil, ne? Ich meine, ja, man kann da irgendwo runter oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wo und wie. Ich will eine verdammte... Ich will einen Ort der Gnade haben. Das ist wirklich, also ich habe diesen gesamten Part noch keinen Ort der Gnade gehabt und wir laufen seit 30 Minuten straight durch dieses Schloss. Obwohl ich muss ja sowas von heftig an den Dingern vorbeigelaufen sein. Und wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt auch in den Kommentaren, sag mal, bist du dumm? Was machst du denn da? Da sind doch 25 Orte der Gnade und was weiß ich nicht, was ihr mir alles schreibt.
Ein Clown-Talisman. Ja, super. Genau das, was ich haben will. Ein Clown-Talisman. Verbessert Sprungangriff. Das ist witzigerweise tatsächlich gar nicht mal so uncool. Das ist schon ganz witzig eigentlich. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe doch keine Ahnung. Ich kann Ahnung, kein bloß Schimmer. Also das hier scheint der einzige Weg, wo ich nicht instant sterbe. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Also, da unten laufen Leute, ja. Pff, keine Ahnung. I don't know. I don't fucking know. Ich würde sagen, das hier ist der Haupteingang, wa? Da stehen so viele Ballisten und alles. Ich würde behaupten, das ist der Haupteingang. Ja, und was muss ich jetzt hier machen? Wie komme ich jetzt hier wieder? Ich bin dumm. Oh mein Gott, was habe ich getan? Das war gerade... Ich habe da... Nein, ich... Oh mein Gott, ich wollte schleichen. Fuck. Ey, ihr könnt mich jetzt hier nicht ohne Gnade sterben lassen. Das könnt ihr nicht machen. Ich sehe das nicht ein. Ich fühle mich verarscht. Oh Gott. Ja, klar. Ach, jetzt kommt ihr mit... Mit Bossnebel oder was? Ein Steinschwert. Pass auf. Ha! Aber ich hab einen. Und wisst ihr was? Das rettet mich. Und wisst ihr, warum mich das rettet? Weil hier dann ein Ort der Gnade drin ist, richtig? Oh shit. Nur wenn ich das überlebe. Eines Schleifmesser. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ist okay. Holzschild mit Falkenwappen. Ist klar, also das. Ja, okay. Ja, hier ist doch mein Tod. War das jetzt dafür oder was? Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel hier! Okay. Ich kann zwei Talismane tragen? Seit wann das denn? Seit wann kann ich zwei Talismane tragen? Keine Ahnung seit wann, aber... Kann ich das irgendwie in Ansicht umschalten? Der Assassinen verraten sind Berufe, sie treffen auch als Raubführer verkleidet an. Verbessert Sprungangriffe. Die Doppelgegentechnik stammt vom Beistern. Fokus bestimmt die Resistenz gegen Schlaf und Wahnsinn, brauche ich nicht. Also ich fühle mich hier gerade hart verarscht. Ich, also wirklich, wirklich verarscht. Vor allem, Moment mal, wo komme ich denn hier? Da. Ja, klar. Hat er mich gesehen? Ist das euer Ernst? Nicht Hunde. Das ist echt ein Witz hier. Das ist ja echt ein Witz. Mama, ich will nicht mehr. Lass mich nach Hause. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Hier muss doch irgendwo ein Ort der Gnade sein. Hallo? Jungs. Das Spiel hat echt keine Gnade mit mir. Was ist denn los? Also,
ihr, die das Spiel jetzt wahrscheinlich schon kennt, ihr denkt euch auch, was soll denn der Scheiß, der ist jetzt am 25 vorbeigelaufen und beschwert sich. Ich hab nicht wissentlich irgendwas übersehen. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich hab hier, also... Ich suche gerade so verzweifelt nach einem Ort der Gnade, das glaubt ihr gar nicht. Also wirklich, wirklich verzweifelt. Ich will einfach nur noch einen Ort der Gnade haben. Um nicht alles, alles, alles wieder neu machen zu müssen. Ich weiß, da unten ist eine Seele, aber dann weiß ich, wo... Oh Gott. Ruhe, kill mir jemand. Scheiße. Ja, du tötest mich. Ich will nicht. Dann bring es lieber selbst zu Ende. Für Kukris! Seriously? Für... Wie komme ich denn jetzt hier weg? Hallo? Oh, ja. Oh Gott! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Klar. Hier ist ein NPC. Ah, nice to meet you. Hi! The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something. Here in the castle, when I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ich werde Godric besiegen. Wer ist Godric? Ja, keine Ahnung, wer Godric ist. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Das sind Kriegsaschen. Außer mit gigantischen Waffen. Ich hab doch. Ist meine Waffe eine gigantische? Ich hab ein Riesenschwert. Aber was ist denn eine gigantische Waffe? Außer mit gigantischen Waffen. Ja, gut zu wissen, dass der hier ist. Wir können den ja mal markieren. Weil, als ob wir den Weg hierher jemals im Leben wiederfinden werden. Also jetzt mal ganz ehrlich. Was ist passiert hier? Ich kann irgendwie hier drin nicht kämpfen. Das war ein Ort der Ruhe und Frieden oder was? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ich brauche... Also ernsthaft, ich habe keine Ahnung mehr, was ich... Oh shit. Ich habe keine Heiltränke. Keine Ahnung. I don't know what to do anymore. Witzigerweise ist über mir der Kackvogel. Der mich scheinbar immer noch töten will, kann das sein? Bist du immer noch hier, um mich zu töten? Der hängt am Fenster fest. Oh, das ist meine Chance. Oder ist er jetzt wieder frei? Der hängt da unten jetzt. Er ist runtergefallen. Ich habe den zweiten Vogel da gerade schon gesehen. Ja, ja. Aber ich suche noch nach dem Untergnade. Nein! Oh mein Gott, war das knapp.
Ich dachte mir noch, das war eine Falle. Dachte mir aber so, ah ne, ich sehe aber keinen. Schmiedestein 2, ey, ich krieg so viel. Und jetzt ist da noch mehr so Kackvögel. Ich habe keine Flaschen mehr. Wow. Ich habe in diesem gesamten Schloss. Werde ich jetzt sterben? Nein. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Eigentlich ja schon, aber... Ich hab keine... Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist gerade... Oh mein Gott. Nervenzermürbend, sage ich dazu. Absolut nervenzermürbend. Wir machen hier einen Cut. Er muss erstmal wieder runterkommen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Videos, euer Heli.